Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute die große Ehre und darf euch eine intelligente Knetmasse mal wieder vorstellen. Das hier ist die Ektoplasma-intelligente Knete mit der zusätzlichen Fähigkeit, dass sie im Dunkeln leuchten kann. Das ist, glaube ich, schon wirklich unsere 15. oder 20. intelligente Knetmasse. Ich bin mir gar nicht sicher, aber wir haben wirklich sehr, sehr viele. Heute dann diese Ektoplasma-Knetmasse und irgendwie klebt der Deckel da dran. Wow! Die Farbe ist ja schon mal sehr, sehr interessant. Und auch von der Konsistenz fühlt sich diese Knetmasse ein bisschen anders an. So irgendwie klebriger. Aber die Farbe ist wirklich sehr, sehr schrill. Erinnert mich ein bisschen an Limettensorbet. Und sie fühlt sich natürlich wie alle intelligenten Knetmassen richtig cool an. Man kann sie dehnen wie Kaugummi. Richtig schön zerknautschen. Auch eine tolle Möglichkeit, um Stress abzubauen. Dann kann man sie zu einer Kugel formen. Hier sind noch so kleine Luftbläschen drin, deshalb knackt diese Knete manchmal so, weil diese Luftbläschen dann zerplatzen. Und die Knete hüpft auch wie ein Ball. Und jetzt wollen wir sie mal zerreißen. Sie zerreißt wie Papier. Und wir hatten euch in einem anderen Video schon mal versucht zu zeigen, wie diese Knete wie Porzellan zerspringt, wenn man mit einem Hammer draufhaut. Das hat leider nicht so gut geklappt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Da haben wir unterschiedliche intelligente Knetmassen versucht, mit einem Hammer zu zerschlagen. Mit mehr oder weniger großen Erfolg. Vielleicht werden wir sowas nochmal machen, wenn ihr gerne nochmal sehen möchtet, wie wir vielleicht diese Knete auch unter anderen Bedingungen, vielleicht mit einem größeren Hammer oder draußen auf der Straße dann zerschlagen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, falls wir nochmal sowas versuchen sollen. Einfach in die Kommentare damit. Ich bin auf jeden Fall begeistert von dieser Ektoplasma-Knete, weil sie super interessant aussieht. Diese Farbe ist wirklich kaum zu beschreiben. Irgendeine Mischung aus Gelb und Grün. Ich rieche mal dran. Riecht eigentlich relativ neutral. Ich finde ein bisschen nach Klebstoff, aber diesen Geruch haben die meisten Kneten oder Slime-Sorten. Ich glaube, von Knete die Mehrzahl als Knetenmassen. Wir schauen jetzt gleich mal, ob diese intelligente Knete auch wirklich im Dunkeln leuchtet. Ich roll sie hier mal auf. Ich habe jetzt mal ringsherum alle Lichter ausgemacht und ich finde, man kann jetzt schon sehen, dass diese intelligente Knetmasse irgendwie eine strahlende Fähigkeit hat. Und jetzt werde ich nochmal alles richtig zappenduster machen, die Knete in einen dunklen Pappkarton legen und da dann hineinfilmen. Jetzt habe ich hier ringsherum alles richtig, richtig gut abgedunkelt und man sieht diese intelligente Knetmasse, Ektoplasma, wirklich super gut im Dunkeln. Da sind so kleine Partikel drin und daran erkennt man wirklich nochmal richtig schön, wie toll diese Knete dann im Dunkeln leuchtet. Also ich bin hellauf begeistert. Ich glaube, kein Schleim hat bislang so gut im Dunkeln geleuchtet wie diese intelligente Knete. Wir hatten das ja schon ein paar Mal ausprobiert mit diesen Glow-in-the-Dark-Sachen, aber so gut konnte man das, glaube ich, nirgends sehen. Ich bin hellauf begeistert. Habt ihr auch so tolle Erfahrungen gemacht mit eurer intelligenten Knete, die im Dunkeln leuchtet? Dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Ich finde diesen Effekt richtig cool. Da sind ja so lumisierende Essenzen drin oder fluoreszierende Stoffe, die dann im Dunkeln diese Wirkung zeigen. Wirklich richtig, richtig cool. Mir hat die intelligente Knetmasse Ektoplasma von allen bisher getesteten Knetmassen mitunter am besten gefallen. Ich bin wirklich sehr, sehr fasziniert von diesem Glow-in-the-Dark-Effekt. Und ich finde, sie fühlt sich auch ein bisschen anders an als die bisherigen intelligenten Knetmassen. Sie ist irgendwie geschmeidiger, aber auch zugleich etwas klebriger. Und die Farbe ist natürlich auch noch ein richtiger Hingucker. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, welche eure lieblingsintelligente Knetmasse ist. Vielleicht auch so eine Glow-in-the-Dark-Knetmasse. Ihr habt die sicherlich auch schon mal im Dunkeln getestet. Hat sie bei euch auch so toll geleuchtet wie jetzt gerade bei mir? Und wollt ihr vielleicht noch mal eine weitere
Knetmassen-Challenge sehen, wo wir diese Knetmasse mit einem Hammer zerschlagen. Das hat ja bei dem ersten Versuch nicht ganz so gut geklappt, aber ihr habt jede Menge Tipps und Vorschläge gegeben, wie wir das Ganze verbessern können und wie es dann auch besser gelingt. Falls ihr das auch noch sehen wollt, ab in die Kommentare damit. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!